Russlands Leichtathleten geraten kurz vor der nächsten Entscheidung über den Bann durch den Weltverband IAAF erneut ins Doping-Zwielicht. Die unabhängige Integritätskommission IAU bestätigte, dass sie im Zusammenhang mit der Erklärung eines russischen Athleten zur Verteidigung eines Verstoßes gegen die Meldeauflagen Ermittlungen aufgenommen habe. Weitere Kommentare würden während der laufenden Untersuchung nicht abgegeben. Bildergalerie: Die größten Dopingskandale. 32 Bilder. Hochspringer Lysenko unter Verdacht. Bei dem russischen Athleten dürfte es sich um Hochspringer Daniil Lysenko handeln. Die Sunday Times hatte berichtet, dass offizielle Vertreter des russischen Leichtathletikverbandes RUSAF versucht haben sollen, einen Verstoß des 22-Jährigen gegen die Anti-Doping-Richtlinien zu vertuschen. Medaillenkandidat Lysenko war unmittelbar vor der EM 2018 in Berlin suspendiert worden, weil er den Doping-Ermittlern für mögliche Tests nicht seine Aufenthaltsorte genannt hatte. IAAF entscheidet über Russenbann. Am kommenden Wochenende entscheidet in Monaco das Council der IAAF, ob Russlands Leichtathleten wegen systematischen Dopingbetrugs weiterhin international gesperrt bleiben. Die IAAF erklärte der französischen Nachrichtenagentur AFP, dass ihre eingesetzte Taskforce unter der Leitung von Rune Andersen dem Gremium einen Bericht über alle relevanten Angelegenheiten und eine Empfehlung hinsichtlich der Russland-Frage vorlegen werde. Russlands Leichtathleten sind seit dem 13. November 2015 international gesperrt. Einzelne Sportler können aber per Ausnahmegenehmigung eine Starterlaubnis als neutrale Athleten beantragen. Das Internationale Olympische Komitee, IOC, reagierte zurückhaltend auf die neuesten Entwicklungen bei Lysenko. Dies sei eine Sache der IAAF und der WADA, Welt-Anti-Doping-Agentur, die Brett, sagte ein Sprecher. Meistgelesene Artikel: Tennis Grand Slams, Zverev verdient sich Paris-Kracher. Handball Champions League: The Singer feiert Handball-Wunder. Tennis Grand Slams: Darum ist Federer alleine in Paris. Fußball: La Liga: Reis fuhr bei Unfall mit 237 Kilometern, Russen bleiben gelassen. RUSAF-Präsident Dmitri Schiljacht: Er blieb nach den Berichten zunächst gelassen. Es sei gängige Praxis, dass solche Artikel kurz vor den Sitzungen des IAAF-Councils veröffentlicht würden, sagte er der TASS und empfahl, die Ergebnisse der IAU-Untersuchung abzuwarten. Im Fall Lysenko sollen Offizielle versucht haben, dem Hallenweltmeister mit illegalen Tricks zu helfen. So sollen Dokumente verfasst worden sein, die belegen, dass Lysenko zu krank gewesen sei, um sich ordnungsgemäß abzumelden. Diese Dokumente stammen angeblich von Ärzten, die es gar nicht gäbe und die in einer Scheinklinik in Moskau gearbeitet haben sollen. Let's block ads, why?